Ja, vielen Dank, sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kollegen, liebe Studierende. Auch ich freue mich, heute hier zu sein. Ich bin auch nicht ganz neu hier an der Hochschule, sondern auch schon seit 3 Semestern jetzt mittlerweile hier. Ich habe diese Veranstaltung auch schon 2-mal verschieben müssen. Umso mehr freut es mich dann, das hier heute Abend wahrnehmen zu können. Schon ganz viel Interessantes gehört hier von den Kollegen, was der vermeintlich beste Fußballverein der Welt sein soll. Darüber lässt sich bestimmt streiten. Eine interessante Reise durch das Leben des Herrn Huhnmann. Und auf eine solche Reise möchte ich Sie vielleicht euch heute auch mitnehmen. Es geht darum, wie man reist. Also Sie sehen es, mein Fachgebiet hier ist das Mobilitätsmanagement und Mobilitätsverhalten. In der Mobilität, in der räumlichen Mobilität kennt sich jeder aus. Deswegen habe ich lange überlegt, wie der Einstieg hier sein könnte. Und ich habe dann beschlossen, das mit meiner Vita zu verknüpfen, nämlich dem Moment, als mich der Ruf hier an die Hochschule Rhein-Main erreicht hat. Zu diesem Zeitpunkt haben meine Frau und ich, unsere Familie, seit mittlerweile 9 Jahren in der Schweiz gelebt. Wir sind also dann dafür hierhin ins Rhein-Main-Gebiet gezogen und mussten uns dann eine Wohnung suchen. Da war nicht viel Zeit für. Die haben wir dann in einer Stadt gefunden, die im Konkurrenzverhältnis zu Wiesbaden steht. Haben wir auch schon viel drüber gehört. Etwa einen Monat später kam dann zum ersten Mal die Situation, dass ich zu meinem Arbeitsplatz reisen durfte, musste, sollte. Und ich habe dann gedacht, Sie erinnern sich vielleicht 2016, der September, ein wirklich warmer Monat, übermäßig warm. Ich habe dann gedacht, ich fahre mit dem Fahrrad. Ich bin zu Hause losgefahren und kurz hinter meiner Wohnung sah das dann so aus. Dieses linke Bild, so stellte sich das für Fahrradfahrer dar. Sie werden wissen, was hier abgebildet ist. Es geht gar nicht darum, was genau für eine Baumaßnahme das jetzt ist. Ich musste über diese Brücke, die einen großen Fluss überquert. Und ich war gebeten, mein Fahrrad, dieses 4-stöckige Gebäude, hochzutragen. Da waren noch so Führungsschienen, also man konnte es auch hochschieben. Ich habe dann gedacht, das ist für meine Mobilität eine große Herausforderung. Am Ende konnte ich mir dann einreden, das sei auch gesund, sich dort so anzustrengen. Also naja, ich habe es dann fast ein Jahr lang dort hochgeschoben und bin dann rüber geradelt. Wenn man oben angekommen ist, dann sehen Sie das rechte Bild. Da unten ist noch der Rahmen meines Fahrrads zu sehen. Ich blicke jetzt Richtung Rheinland-Pfalz. Und Sie sehen dann dort ist der Autoverkehr auf dieser Brücke sehr dicht. Ganz oft hat er sich auch gestaut. Und das sind dann eben typische Verkehrsprobleme, die Sie alle kennen werden. Leute stehen im Stau, die verbringen dort Lebenszeit, das möchte niemand wirklich. Da stehen vielleicht Spediteure in diesem Stau, denen drohen Konventionalstrafen, das wollen die nicht. Im Hintergrund ist es so ein bisschen diesig an dem Tag, es kommt jetzt nicht durch den Verkehr, aber man könnte sich vorstellen, das wären Schadstoffemissionen, das wären vielleicht irgendwie Lärmemissionen. Alles so Begriffe, die man mit Verkehr in Verbindung bringt. Gucken wir uns kurz an, was diese Begriffe bedeuten. Wenn das hier ein wissenschaftlicher Vortrag ist, dann kann ich Ihnen das leider nicht ersparen. Wir achten immer auf die physische Mobilität. Es geht also nicht um soziale Mobilität, Ihren Auf- oder Abstieg gesellschaftlich. Es geht auch nicht um Ihre geistige Mobilität, ob Sie sich im Kopf in andere Gegenden versetzen können, sondern tatsächlich um Ihre Fähigkeit, den Raum zu überwinden. Den Raum überwinden, das müssen wir alle, nämlich ganz einfach, weil wir als menschliche Lebewesen Bedürfnisse haben, zu deren Befriedigung wir eben tatsächlich an andere Orte reisen müssen. Ich muss einkaufen, um mich zu ernähren. Ich darf zur Hochschule Rhein-Main fahren, um zu arbeiten, um mir dann mit diesem Geld andere schöne Dinge zu kaufen. Ich muss meine Kinder von der Kita abholen, weil ich mich nicht den ganzen Tag um sie kümmern kann. All diese Dinge verpflichten mich, den Raum zu überwinden. Auf der anderen Seite haben wir dann eben den Verkehr. Der kommt zustande, da ja nicht ich den Raum alleine überwinde, sondern weil Sie alle, nehmen wir ein gegebenes Untersuchungsgebiet, die Bundesrepublik Deutschland, in einer gegebenen Zeit, sagen wir gestern, weil wir alle 80 Millionen unterwegs sind am gestrigen Tag, nein, nicht ganz alle, aber fast alle, kommt der Verkehr zustande. Der Verkehr also als das Aggregat der einzelnen Mobilitäten. Wie beschäftigt man sich wissenschaftlich mit dem Verkehr und der Mobilität? Da haben Sie eben oben diesen großen ingenieurwissenschaftlichen Bereich der Verkehrsplanung mit dem Ziel, Entscheide herbeizuführen, die den Verkehr beeinflussen. Und dort dann eben oder den Verkehr in seiner Gesamtheit. Es geht dann darum, das Verkehrsangebot zu betrachten, also beispielsweise das Angebot des öffentlichen Verkehrs, die Busverbindungen, die Sie hier hinbringen könnten. Genauso wie die Straßeninfrastruktur, wie die Radwege, wie all das, was nötig ist. Die Verkehrsnachfrage, also unser aller Nachfrage nach Verkehr, um den Raum zu überwinden. Die Verkehrsabwicklung, die Verkehrsauswirkungen. Und dann haben wir das Mobilitätsmanagement als Teil meines Fachgebiets hier, so ist auch der Name des Studiengangs. Mobilitätsmanagement beschäftigt sich dann eben mit zielorientierten, zielgruppenspezifischen Beeinflussung des Mobilitätsverhaltens. Also da sind wir nur im Bereich dieser Verkehrsnachfrage, wenn Sie so wollen.
Wie kann man das Mobilitätsverhalten beeinflussen? Dafür muss man sich erst überlegen, wie Akteure denn handeln. Und diese Akteure sind für uns dann immer Menschen, menschliche Handlungen. Es geht also um Mobilitätsmanagement, um menschliche Handlungen. Diese Akteure, die Menschen handeln dann immer in einem bestimmten sozialen Rahmen. Die handeln nicht in einem Vakuum. Und die richten ihre Handlungen an Rationalität aus. Was auch immer dann Rationalität bedeutet, einfach im weitesten Sinne wird dort vernunfthaft gehandelt. Jeder, der ein bestimmtes Ziel hat, versucht mit seiner Handlung dieses Ziel zu erreichen. Das ist ein typisches Schema eines soziologischen Erklärungsansatzes. Sie haben also eine soziale Situation. Nehmen wir an, es wäre die Situation meines Weges zur Arbeit. Ich lebe in einer kapitalistischen Erwerbswirtschaft. Über meine Arbeit kann ich eben Geld generieren, um mir andere schöne Dinge zu kaufen. Ich kann Status generieren, dann findet mich meine soziale Umgebung findet mich dann toll. Also ich habe das Bedürfnis zu arbeiten. Ich muss dieses Bedürfnis, diese soziale Situation irgendwie interpretieren. Dann stehe ich als Akteur da und bin mir meines Bedürfnisses bewusst. Ich muss dann dieses Bedürfnis in Handlungen übersetzen. Wir sind jetzt hier auf der unteren Ebene, auf dieser Handlungstheorie. Heißt, ich muss zwischen allen Optionen, die ich habe, um mein Bedürfnis zu befriedigen, eine auswählen, eine selektieren. Ich könnte jetzt im Bereich der Verkehrsmittelwahl mit dem Bus, mit dem Rad oder mit dem Auto nach Wiesbaden rüberfahren. Ich entscheide mich für eine Option. Heute bin ich mit dem Auto da, es passiert nicht oft, aber heute ist es tatsächlich der Fall. Ich entscheide mich für eine dieser Optionen und weil ja eben nicht nur ich handle, sondern ganz viele, kommt es wieder zu einer Transformation und wir haben ein neues kollektives Phänomen, das, was wir eigentlich erklären wollen, weil wir alle heute mit dem Auto gefahren sind, könnte es ein Stau gewesen sein. So hätten wir so ein Schema einer sozialwissenschaftlichen Erklärung. Jetzt sind wir nur auf dieser unteren Ebene, auf der Ebene der Handlungstheorien. Da haben wir eben Akteure, die Bedürfnisse haben und durch die Selektion zwischen Handlungsalternativen versuchen, ihre Bedürfnisse zu befriedigen. Diese Akteure sind äußerst heterogen. Manche von uns sind männlich, andere weiblich. Wir haben alle verschiedene Altersstufen, wir haben verschiedene Einkommen. Und auch die Handlungen, die daraus resultieren, sind äußerst heterogen. All das hat Einfluss auf das Mobilitätsverhalten der Menschen. Daneben gibt es dann Variablen, die eher mit dem Verkehrsangebot in Beziehung stehen. Also diese Externalitäten, die sind außerhalb ihrer eigenen Persönlichkeit angelegt. Zum Beispiel monetäre Kosten, zeitliche Kosten. All das unterscheidet sich zwischen meinen verkehrlichen Alternativen. Ob ich aus der Stadt, in der ich lebe, hier rüberfahre mit dem Bus oder mit dem Auto, heißt unterschiedliche Reisezeiten, das heißt unterschiedliche Kosten. Andere Variablen könnten sein Komfort oder ein Verspätungsrisiko, eben mein Stau mit dem Auto. Und dann gibt es diese Internalitäten, Sachen, die in ihrer eigenen Psyche angelegt sind. Da haben wir dann so vier klassische große Bereiche, das sind die Einstellungen. Da geht es darum, mithilfe von semantischen Differentialen zu Bewertungen zu kommen. Bewertet werden Objekte, Subjekte oder Ideen. In unserem Fall, am Beispiel der Verkehrsmittelwahl, immer Objekte. Meine Einstellung zum beispielsweise Bus. Ich kann einen Bus finden, gut oder schlecht, komfortabel, nicht komfortabel. Meiner Person angemessen oder nicht angemessen. Das sind alles so Beispiele für Bewertungen, die Sie in Einstellungen abhandeln. Es geht um Werte. Werte sind dann in diesem Bereich unsere großen Lebensentwürfe, die Idee für unser eigenes Leben. Möchte ich jemand sein, der nach außen seinen materiellen Reichtum spiegelt und Status widerspiegeln möchte, dann hätte ich wahrscheinlich ein sehr großes Auto. Möchte ich jemand sein, der sehr stark im Einklang mit seiner Umwelt lebt, mit ökologischen Prinzipien, dann würde ich wahrscheinlich eher den Bus nehmen. Weiterhin spielen Normen eine Rolle. Normen sind dann immer interpretiert als das, was ein Subjekt glaubt, also ich, was meine soziale Umwelt von mir erwartet. Ich habe Ihnen gesagt, ich bin heute mit dem Auto da. Es ist durchaus zweifelhaft, ob Sie von einem Professor des Mobilitätsmanagements erwarten, dass der mit dem Auto hier hinkommt. Ich bin mir nicht ganz sicher. Das beziehe ich auf jeden Fall in meine Überlegungen ein. Und dann haben wir schließlich noch die Kontrollüberzeugung, der letzte große dieser sozialpsychologischen Bereiche. Kontrollüberzeugung ist Ihre Überzeugung, eine bestimmte Handlung mit den Ihnen zur Verfügung stehenden Ressourcen tatsächlich auch ausführen zu können. Wenn Sie nochmal an den Bus denken, dann müssen Sie wissen, wo und wann dieser Bus tatsächlich abfährt. Sie müssen in der Lage sein, diese Haltestelle auch tatsächlich zeitgerecht zu erreichen. Sie brauchen in Ihrer Hosentasche das nötige Kleingeld, um den Bus nehmen zu können. Sie müssen wissen, wo Sie umsteigen und all diese Dinge. Das würde hier in diesem Bereich der Kontrollüberzeugungen fallen. Ja, wie passe ich in diese Geschichte rein? Warum darf ich hier über Mobilitätsverhalten etwas erzählen? Ich habe ursprünglich Soziologie an der Universität Duisburg-Essen studiert.
da mit Vertiefungen in soziologischer Theoriegeschichte und empirischer Sozialforschung. Danach bin ich dann für mein Doktorat an die ETH Zürich gewechselt. Das ist das oben rechts abgebildete Bild. Es ging damals darum, dieses Institut für Verkehrsplanung und Transportsysteme, bis dahin hatte ich gar keine Berührungspunkte mit Mobilität und Verkehr. Die haben dort einen Sozialwissenschaftler gesucht, der für sie eine große Bevölkerungsbefragung durchführt. Es sollte untersucht werden, der Zusammenhang zwischen der räumlichen Verteilung der Freizeitkontakte und dem Freizeitverkehrsverhalten. Also abhängig davon, wo ihre sozialen Kontakte im Raum verteilt sind. Wenn Ihr bester Freund beispielsweise in Hamburg wohnt und Sie wohnen hier in Wiesbaden, wo treffen Sie sich dann mit dem und wie oft? Treffen Sie sich in Hamburg, weil es die größere Stadt ist als Wiesbaden, vielleicht mehr Angebot hat? Treffen Sie sich in Wiesbaden, weil es etwas kleiner und gemütlicher ist und dafür Rheinhessen eine sehr schöne Region? Oder treffen Sie sich irgendwo in der Mitte, beispielsweise im wunderschönen Duisburg, aus dem ich komme? All das wäre möglich. Oder wie versuchen Sie, Treffen zu kompensieren? Physische Treffen, beispielsweise indem Sie telefonieren, E-Mails schreiben. All diese Fragestellungen wurden dort untersucht. Aus dieser großen Befragung ist dann auch meine Dissertation geworden. Und von dort aus bin ich dann gewechselt zum Bundesamt für Raumentwicklung der Schweiz in der Stadt Bern. Und da war ich verantwortlich für, das sehen Sie oben links, für große Bevölkerungsbefragungen der Schweizer Eidgenossenschaft, den sogenannten Mikrozensus Mobilität und Verkehr. Ist Teil der Schweizer Volkszählung, wird alle 5 Jahre durchgeführt und beinhaltet etwa 80.000 Personen, die befragt werden. Und auf der anderen Seite für die nationale Verkehrsmodellierung, das ist hier unten links abgebildet. Ein typisches Abbild aus dem Schweizer Personenverkehrsmodell. Sie sehen dann eben, wie sich der Personenverkehr auf das Schweizer Straßennetz, das ist das hier, verteilt. Jetzt hier Mobilitätsmanagement, auch dafür eine Grafik unten rechts abgebildet. Eine typische Fragestellung aus dem Mobilitätsmanagement. Könnten Sie sich vorstellen, mit einer Fahrgemeinschaft den Raum zu überwinden? Also so ist die Frage jetzt nicht, aber die Möglichkeit einer Fahrgemeinschaft für die befragte Person. Und hier haben dann eben angegeben, 1% sagt ja, nutze ich bereits. 10% sagen ja, kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Die 27%, die hier hervorgehoben sind, sagen ja, wenn. Das sind ja eigentlich die interessanten 27% hier, denn das, was die als wenn äußern, diese Bedingung könnte eine Maßnahme sein, wenn man die durchführt, dann wären die vielleicht auch, oder dann würden die tatsächlich auch eine Fahrgemeinschaft nutzen und nicht mehr alleine in ihrem PKW sitzen, wenn sie morgens zur Arbeit kommen. Was braucht man dann, um einen Mobilitätsmanagementprozess durchführen zu können? Ich habe das hier mal so versucht aufzuschreiben. Als erstes brauchen Sie eine Theorie über Ursache-Wirkungszusammenhänge zum Mobilitätsverhalten. Typischer Bereich, eben diese Handlungstheorien, das hatten wir gerade schon, den würde man dann üblicherweise der Sozialwissenschaft entnehmen. Sie brauchen empirische Messungen zum Mobilitätsverhalten, um die Hypothesen, die Sie aus dieser Handlungstheorie abgeleitet haben, zu überprüfen. Diese empirischen Messungen, empirische Sozialforschung. Und schließlich dann die angewandte Mathematik, nämlich eben die statistische Analysen zur Prüfung der unterstellten Zusammenhänge. Daneben ist natürlich auch noch ganz viel anderes Wissen nötig, eben Wissen über Planungsabläufe, über Angebotsgestaltungen. Das ist nicht mein Fachgebiet, sondern das machen die Kollegen, die sitzen da hinten. Und so kommt dann da auch ein Studiengang raus, von dem wir alle glauben, dass er die jungen Menschen sehr gut ausbildet und auf das Berufsleben vorbereitet. Was wir immer wollen, ist eben die Ableitung geeigneter Maßnahmen zur Lenkung des Mobilitätsverhaltens spezifischer Zielgruppen. Zielgruppen sind dann ganz unterschiedlich. Es könnten sein die Neubürger, die in eine Stadt ziehen, wie ich damals nach Mainz. Es könnten sein die Mitarbeitenden eines bestimmten Betriebes, die zu überreden, mit nachhaltigen Verkehrsmitteln zur Arbeit zu gelangen. Schulkinder, wie die von ihren Eltern gebracht werden, all das wären mögliche Zielgruppen für uns. Ich habe das versucht, nochmal hier so zusammenzufassen, die wissenschaftliche Dreifaltigkeit, die ich versuche zu bedienen. Sie haben da oben eben den Bereich der Handlungstheorien. Dort entnehmen wir die Theorie, von der wir glauben, dass sie etwas beitragen kann, um Mobilität und Verkehr zu erklären. Abhängig von dieser Theorie müssen wir dann empirische Informationen sammeln, also die richtigen Fragen stellen, um diese Theorie auch operationalisieren zu können. Wenn wir die Fragen gestellt haben, können wir mit Statistik, Simulation und Evaluation halt prüfen, wie eine Maßnahme aussehen könnte. Wir können prüfen, ob eine Maßnahme wie gewünscht wirkt oder eben nicht. Und all das steht dann eben in Wechselwirkung miteinander. Also es sind nicht einfache kausale Beziehungen, sondern jeder Bereich wirkt dann auf jeden anderen Bereich. Bevor ich Sie jetzt fast entlasse, möchte ich Ihnen noch zeigen, wie und mit wem ich so mobil bin in meinem Alltag. Das ist eben meine kleine Familie. Links haben Sie das, wie ich gerne gesehen werden würde. Das war im letzten Sommer, da waren wir auf dem Weg von Mainz nach Duisburg. Wir sind mit dem Fahrrad gefahren, das war eine sehr schöne Tour. Also
Die Kinder haben sich nicht ganz eindeutig geäußert, aber das ist ein anderes Problem. Und rechts sehen Sie dann eben, wie tief der vierrädrige Verkehr, beziehungsweise auch so ein bisschen der motorisierte Individualverkehr ist da angelegt, wie tief der auch in unserer Sozialisation verankert ist. Also was alles noch nötig wird, damit wir das eines Tages die aktuellen Verkehrsprobleme tatsächlich möglicherweise überwunden haben. Ich hatte es Ihnen gesagt, ich bin nicht mehr ganz neu an der Hochschule, deswegen vielleicht auch hier ich freue mich, dass so viele bekannte Gesichter hier sind, dass ich diese Bühne noch nutzen kann, um mich zu bedanken nach anderthalb Jahren eben bei allen Kollegen des Studiengangs für die wirklich schöne Zusammenarbeit, die Kollegen des Fachbereichs und der anderen Fachbereiche für die immer wieder an mich herangetragenen interessanten Projektideen, alle Mitarbeiter für die Teilnahme an der Mitarbeiterbefragung. Wir haben ja im Auftrag des Präsidiums schon einen eigenen Mobilitätsmanagementprozess hier angestoßen, hatten da eine Mitarbeiterbefragung. Die meisten von Ihnen haben teilgenommen, finde ich sehr gut. Und natürlich allen Studierenden für ihr Interesse und die meist zustande kommenden, sehr angeregten Diskussionen. Vielen Dank.